meine Karre rammst, bediere ich dir den Dödel. Und damit ein freundliches Hallo zurück. Park ich jetzt hier ganz schick hin, ja, hier. So, jetzt zieh ich noch ein Ticket. So, was haben wir noch? Länger als 2 Stunden hält das Ticket. Was für ein Ticket? Das Ticket. Kommst du? Warte, ich bin hier. Jetzt habe ich denn hier für sinnlose Karren stehen. Ich bin doch da. Bitte einmal zum Flughafen. Dankeschön. Also, gefreilich, gerne. Was gibt's denn beim Flughafen? Kostenlose Flugzeuge gerade. Bei mir wird gerade die City gebildet. Ich fahr mal wieder raus. Bebild the City! Gott, hab ich das Spiel ewig nicht mehr gespielt. Gerade ist meine. Eine Woche. Meine Karre daheim. Holy moly. So, unser Plan heute ist, die Heist weiterzumachen, also geht davon aus, in ungefähr 4-5 Folgen beginnt dann die Heist. Wieder? So, mit einem Flugzeug! Mit einem Flugzeug! Flughafen! Ja. Flughafen! That's what I mean. WTF. I didn't get any daily aims. WTF. WTF ist übrigens die Abkürzung für das World Trade Center. Ist hier irgendwas Schönes, Timo? Ist hier was? Ist hier was? Ja, ist hier was? Steht mein Auto? Warte, kreis mal noch ein bisschen, Timo. Ich rufe mein Flugzeugservice an. Pegasus Airlines. Steht eine Dings da unten, eine Hydra. Was? Eine Hydra. Stimmt, ich rufe nicht mein Auto. Ich nehm die kleine Maschine hier. Ja, lass mich raus hier. Richtiger. Brauche ich mein Flugzeug nicht rufen. Habt ihr das noch mitgekriegt, mein kleines Privatflugzeug? Weiß ich gar nicht mehr. Au! Schade, Entschuldigung, muss sein. Wow. Ich hab so ein winzig kleines Propellermaschinchen. Das ist so süß. Ich habe gerade für 2400 Dollar ein Auto verkauft. Alter, scheiße, ich bin bedürftig. Wife, what the fuck? So, ich guck mal, ob ich, in Martins Haus landen kann. Ja. Hier ist übrigens noch eine Titan, falls jemand mit mir, was weiß ich, akrobatische Flugstunts machen möchte. Nee, ich bin Titans in der Innenstadt. Wie so konnte ich denn mein Fahrzeug rufen? Mechaniker? Du gar nicht. Der fällt mir, ich muss auch unbedingt wieder Just Cause spielen. Das wieder los hier. Kennt ihr das, wenn ihr sowas Gesundes esst wie Joghurt mit Früchte, Müsli und Bananen und ihr esst 2 volle Becher und habt das Gefühl, ich könnte mal was essen? Pegasus? Pegasus Airlines. Pegasus sind Flugzeuge. Mechaniker. Mechaniker, ja. Junge! Raff's doch mal, bitte, sei mal nur dein Hirn. Denk mal nicht an morgen, du hast andere Sorgen. Denk doch mal. Toll, bis eben hatte ich eine Fahrertür. Manni, wo wohnst du nochmal? In dem großen blauen Haus. Ich glaube, da wohne ich auch. Ich glaube, ihr wohnt alle da. Ich krieg dich ab, ich krieg dich. Ja, ihr wohnt alle im Tower. Ja, ich wohne aber auch in dem Landhaus auf dem Berg. Jo, bist du der Hubschrauber da vorne, der mit dem Auto fährt, ja. Ey Mann, wo ist mein Auto? Ich bin übrigens der mit dem Kopfgeld, wenn jemand fragt. Lass mich mitmachen! Au! Du hast Kopfgeld, Martin? Nö. Nie besessen. Doch, a bounty of 7000 has... Hallo. Was? Gute. Was war das jetzt für eine Aussage? Das weiß man nicht so genau. Ich stuf sie mal in der Richtigkeit ein. In 2 Stunden kommt mehr bei raus. Warte mal 2 Stunden, was sich entwickelt. So, Timo, du musst doch hier irgendwo auf der Straße sein, oder? Ich komme! Oh! Seid ihr! Wow. Treffer! Scheiß Baum! Irgendjemand schießt auf mich. Ja. Unsere Kopfgelder das wahrscheinlich. Hier sind alle Spieler gerade. Ja, ihr seid hier vor allem alle. Ich meine Verfolgungshelikopter. Ja, mit dir, das Kopfgeld auf Marin! Ich meine natürlich
Helft Martin, dass er nicht geschnappt wird, meine ich natürlich. Bleiben Sie stehen! Was Bullen? Ich arbeite hier im Namen des Gesetzes, im Prinzip. In ausgeweiteter Tätigkeit. Ich bin freier Mitarbeiter. Oh, Scheiße! Ja! Fuck! Zu lang gezögert. Im Hintergrund klatscht der Heli auf die Straße. Wer hat gesucht? Timo, nehm ich mal mit, wer hat gesucht? Wo bist du denn? Komm schnell, ist die gleich kaputt, ist für der Heli. Ab geht's! Das hört mir gleich, ich hab ein bisschen Angst, auf dich schießt. Quatsch, das habe ich hinter mir gelassen. Ich hatte so viel zum Thema, der heißt, startet dann in 2 Stunden. Ich hatte kurz einen Raketenwerfer in der Hand, hab mir aber dann gedacht, nein. Jetzt mit, Martin. Es wird zu teuer. Der landet doch jetzt das auf mir. Witzigung. Nein, mach ich nicht. Das hat er eben schon bei mir gemacht. Ja, da das hab ich schon beim Atmen, das hab ich hinter mir, wie du es sagen würdest. Du dampfst ein bisschen. Ja, deswegen. Aber das musste ich nicht stören. Wenn du dich entscheidest, wo du landen willst. Kinder, wo seid ihr denn? Ach, da hinten. Rutsch mal durch! Andere Seite, schnell! Also geht doch! Sag doch, rutsch mal durch! Was macht ihr für Sachen? Sachen halt. Leben. Also Martin hat sich auf dieses Projekt jetzt 2 Stunden vorbereitet. So. Was hat denn der Armer da für ein Auto? Hui! Ja, dieses fette gepanzerte! Man nennt das auch Insurgent. Hui! Konntest du dir den leisten? Ich krieg ihn! Bullen Helikopter! Wo? Schieß ich ab! Ah, ich komm nicht dran! Warte, falsche Seite! Das einzig sinnvoll ist, Atma bleibt genau da, wo du bist! Ah, vorbei! Schon wieder vorbei! Komm jetzt her! Bleib nicht da, wo du bist! Komm her! Nein! Was machst du denn da? Was tust du? Bleib doch stehen! Ja, bleib halt stehen! Ja, was macht ihr? Ihr seid ja wahnsinnig! Du darfst mich mitnehmen! Ich will das nicht! Oh, ich kann in der Luft stehen! Oh, ich bin in deinen Rotor gefallen! Atma, jetzt bleib halt mal stehen! Ich kann nicht stehen bleiben am Hang! Doch, du kannst stehen bleiben am Hang! Nein, kann er nicht! Tschüss! Doch, kannst du! Mann, ich hatte die Hand an der Tür! Au! Hier! Ich krieg ihn! Jetzt. Was ist das denn? Das war der Polizeiheli. Oh, noch mehr Heli! Geh weg! Nicht Heli, Polizei meine ich. Also das der andere Heli, der ohne Flügel und mit Waffen in der Hand. Du Pimmelbacke! Der Motor ist ausgegangen! Haha, ich hab ein Feuerwerk! Feuerwerk! Oh, jetzt hab ich auch Polizei. Ich komme! Aber Martin kommt noch. Ich schieß ihn weg! Martin, kommst du rein? Nö, ich bin... Du bist tot, steht da. Ja, das hab ich dann auch noch gesehen. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Und er fängt wieder an mit seinen dämlichen Aufnahmen. Ich will keine Aufnahme. Die Luft gelagt. Toll, danke, Helle. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man die ausgeht. Ich hab's vergessen. Eher ein ungünstiges Vergnügen. Sowas nicht. Sowas auch nicht. So, starten wir jetzt ein Heist. Ich habe noch eine Stunde maximal. Ja, ich bin voll dabei. Heist? Was? Heist. Wir brauchen jetzt keine 2 Stunden warten, bis hier irgendwas steif wird. Dann fangen wir jetzt an. Was, bis hier was steif wird? Ja, hast du dir die Karte hier leisten können? Die ist sau lustig. Die ist sau lustig. Die kostet nur 1 Million oder so. Die gibt's auch ohne Knarre, aber die war nicht so lustig. Die kostet dann 500.000. Deswegen, warte mal, fahr mal weiter, ich shop mal. Aber du musst die jedes Mal für 200 Dollar holen, aber das ist ja nicht die Welt. Ah, die kostet echt nur 1,3? Ah, müssen wir sich mal überlegen in Zukunft. Ja, da guck mal einmal nicht hin! Nein, wenn du sie besitzt, musst du sie ja fahren. Das ist ja langweilig. Hä? Wenn du sie besitzt, dann musst du sie ja fahren. Stimmt. Aber ich kann gerne den Fahrer machen, jemand anderes erschützt. Ich mag gepanzerte Autos. Da fühle ich mich immer so frei, was die Verkehrswahl angeht. Achso, ja, stimmt, weil irgendwie kann man da überall drüber fahren einfach. Trauma. Ja, das mag ich schon an meiner gepanzerten Limousine. Hast du die hier eigentlich schon getuned? Hä? Ist die hier schon getuned? Das hier, das kann man nicht tunen. Was? Oh, ich hab ne Auszeichnung, wenn Bullen fliegen. Das ist das offizielle Militärfahrzeug, glaube ich. Hui. Start. Hiha! Aber wahrscheinlich kann man die gepanzerte Limo mit dem MG oben drauf tun. Machst du das, Martin? Was?
Okay, war's nicht wann, gut. Wann geht's denn jetzt los? Wenn wir alle aus den Verfolgungen raus sind. Wir warten nur auf Martin. Ja, jetzt bin ich's wieder gewesen. Martin kann uns auch einladen, wenn wir Fahndungssterne haben. Hey, wie konnten die mich abschießen? Ich dachte, das Ding ist gepanzert. Ja, auch die gepanzerten Scheiben User gehen irgendwann durch. Hallo! Obi! Oh! Was hast du hier um die Uhrzeit? Mein Kollege ist aufgegangen. Dann dachtest du dir, hey, ich hab kein GTA, aber ich geh trotzdem mal zu denen. Da kann man sich wenigstens unterhalten. So, wo ist jetzt das kannst du gern tun. Wusstest du, dass der Martin Erektionsprobleme hat? Was hat er? Erektionsprobleme. Er meinte Atmen vorhin, kriegt aber nichts mit. Ich darf zitieren. Ich weiß nicht mehr das Zitat, scheiße. Henne, du darfst gesagt, zitieren, aber du kannst es halt nicht. Sie haben gesagt, sie holen ihn ab und schicken dann eine uns bekannte Freundin hoch. Lina, er kennt Lina, der Obi. Weil sie ja sicher reinkommen darf, auch wenn normal keiner stören darf. Und dann meinte er, macht Handy aus, begibt sich an einen bestimmten Ort und dann kann man mal zwei Stunden warten, bis was passiert. Bis sich was regt. Also bis sich was regt, hat er gesagt. Er hat also quasi damit zugegeben, dass er eine Erektionsstörung hat. Was aber auch nicht so schlimm ist, Martin. Wir haben das alle mal gehabt, ja, aber. Ja, ja nach dem 8. Wenn er doch so lange durchhält, ist doch toll. Ich das auch. Da braucht man mal seine 2 Minuten und Kaffee. Heißt Speed Challenge. Könnten wir jetzt mit dem endlich Auto. Ich sag, könnten wir jetzt endlich anfangen? Und so ja. Von ja, das wär's. Obi, warum hast denn du kein GTA? Darum, ich hatte bisher noch keinen wirklichen Grund, mir es zu kaufen. Ich hatte jetzt bisher nicht so das Verlangen, das zu spielen. Du hast uns gerade gesagt. Willkommen im Abgehts-Club mit deinem Spielabo! Übrigens, glaube ich, gerade, was für ein Zufall, heute bei MMOGA im Angebot. Was, du bist bei MMOGA im Angebot? Ja. Ich habe nur noch einen Stern. Bei dir zwar noch nix, aber. Warum habe ich nur noch einen Stern? Weil du jetzt mal rausgehen musst und hierher kommen musst, Shell. Ich bin auch einfach raus, zahle 1000 Euro. Der Typ kriegt wieder nichts mit heute. Los mit Moment. Dir. Moment. Ich okay, mich gerade an. Jetzt Moment. Geht's. Mhm. Joblist. Rhythmiker. Yay. Diese Euphorie. Ja, du hast Obis läuft wieder mal super hier. Hat so lange gebraucht, dass hier sogar die eingeladen Anzeige schon verschwunden ist. Ups. Geh mal rein zufällig auf MMOGA. Oh, irgendwie aus Versehen habe ich jetzt mein Handy in der Hand genommen. Nenn das Handy. 42% günstiger zurzeit gerade, das Spiel. Also kostet 29 Euro ungefähr. Ja, 5 Euro mehr, aber das ist immer dasselbe. Das sind die neuen Updates. Ja, es sind gerade Updates rausgekommen, die kosten 5 Euro. Ja. These are the new Updates. Aber außer den Atmer, dem kosten sie nur 5 Stunden. Ja, richtig. Nicht mehr lange, bald hat er ja auch gutes Internet. Genau. Heute Nacht um 12. Ja gut, beim Money braucht man erstmal 2 Stunden, bis es anfängt. Ja, 34 Euro kostet das. Oh, was geht denn hier ab? Rockerband, was, ne? Was, beim Money anfängt, oder was? Ach Gott, wie sehen wir denn aus? Ich bin der Einzige, der hier... Nee, das ist ja der Money da vorne, das ist ja... Bei Gameliebe gibt's das sogar für 33,90. Nein. Ja, mich auch. Mich auch. Ich gibt's da auch. Also, schnell zuschlagen. Aua. King Henne? Ja, ich design halt noch! Das ist hier quasi das Sims für Kerne, ja? Was meinst du? So, also meinst du das gepanzerte? Oh, was liegt denn da für ein hübsches Auto? Oh, das war schön. Das sieht aber toll aus. Ja, aber es hat einen Lackschaden. Krass. Sieht man aber gar nicht. Hey, Timo, der weißt du, was mein Kumpel jetzt auch noch hingekriegt hat? Steuer, ne? Ja, Obi, erzähl mal. Obi, erzähl eine Arc-Geschichte. Achtung, Henne. Der hat es hinbekommen, unsere restlichen Baumaterialien, gut, nicht alle, aber einen guten Teil davon, in Schränken auf dem Floß zu lagern. Wie war das mit dem Lackschaden? Und, Lackaffe. Naja, er hat es hinbekommen, irgendwie
dass der Schrank, in dem irgendwie sämtliche Baumaterialien, die ihr dort eingelagert habt, auf diesem Floß, wurde anscheinend irgendwann die Tage von dem Dino gekillt. Ja, das kennen wir von Floß. Also was ich sagen muss, was mir passiert ist, bei meiner Private World. Danke fürs Bremsen. Ich hatte mein Schiff ist hängen geblieben und hat sich nicht mehr bewegt. Und ich bin extra in die Eiswelt gefahren, um Pinguine zu murksen und Kristall zu holen. Und mein Schiff hat sich einfach nicht mehr bewegt, die Kacke. Und immer so vorwärts gerunkelt und gleich wieder zurückgerunkelt. Dankeschön. Ah, auf mir los! Was ist denn euch das aus? Das war lustig. Da bin ich mit dem Flugsaurier die ganze Was Zeit. Was habt ihr denn jetzt gemacht? Zwischen meiner Basis und. Ja, er schwätzt halt lieber, anstatt sich Mühe zu geben. Hin und her, um die Sachen zu holen. Weil ich so viel tragen konnte. Gut, dass ich so viel Geld bekommen habe. Da der Henne gerade so beim Thema Ark war, hat er gedacht, ich könnte es mal richtig Ark verkacken. Ich weiß auch nicht, was er für eine Scheiße macht. Erst fahrt ihr mir über den Haufen und dann. Was war denn das, Jungs? Sagt der Mann, der vorne rein gerade ist. Hallo! Ja, ich wusste gar nicht, dass es da losgeht. Deswegen. Das ist immer da, wo der gelbe Punkt ist, dass es da losgeht. Was soll denn sonst da passieren? Weiß ist eine Auszeichnung zur Shopping Queen oder was? Ich dachte, es geht ein Wohnmobil. Aha. Mögliche Anteil 20.900. Lassen Sie Timo vor, dann kriegen Sie 0. So. Zieh deine Maske auf! Wieso? Ihr seid so unprofessionell! Bin ich hier der Einzige mit Maske? Ich hab vergessen, welchen Knopf ich drücken muss. Einfach, weißt du, es ist den scheißegal, dass hier unsere Karren stehen. Laufen sie halt mal. Gott, warum sind Brontos so langsam? Sorry. Was? Ich glaube, sag. Warum sind Brontos so langsam, sag ich. Mich hat vorhin auch den Herne. Martin, wenn du leben willst, steig in das gepanzerte Auto. Ich weiß nicht, warum ihr so terz macht. Ich kann mir doch einfach mal laufen fahren. Eins. Yeeha! Party! Scheiße, ja, meine Scheibe zu dübeln. Toll, tot. Fände, super. So gepanzert ist das Auto wohl doch nicht. Da kann ja keiner mit rechnen. Hoppla! Dabei habe ich doch extra die Schutzmaske auf. Und jetzt habe ich sogar noch eine Granate geworfen. Ach toll, jetzt hat er noch eine Granate. Ich sehe scheiße aus von Namen. Obi, du siehst, es läuft. Ja, weil der Obi nicht dabei ist. Deswegen brauchen wir 6 Stunden für einen Heist. Ja. Dafür haben wir Spaß. So. Ey, ich nicht. Achso, Entschuldigung. Beinahe hätte ich wieder L gedrückt. Beinahe hätte ich den linken Stick reingedrückt. Das wäre dann wieder 40.000 für Munition gewesen. Knappe Sache. Juli, sagst du eigentlich so einen schwulen Motorradhelm auf? Ich fand den schön. Glaubst du nicht, dass wir das Leben zu dem Motorrad schaffen? Ich hoffe. Ich hatte die falsche Knarre ausgewählt. Wieso sitzen wir eigentlich noch im Eingangsbereich im DS? Das ist alles wieder so unprofessionell! Ja, weil wir sonst wieder ewig gewartet hätten, bis Herr Traumonymus weiß, wo er hin muss. Nein, der Dings hat mich doch verschoben. In den Los Santos Müllmänner-Channel. Ja. So. Oh, ein Wohnmobil. Oh, ein Wohnmobil. Oh, ein gepanzertes Auto. Was gar nicht so doll gepanzert ist. Ja, im Prinzip ja schon. Ein Raketenschutz hält's aus. Gut, wir haben jetzt nicht mit Raketen geschossen, aber... Warte mal, ich mach das jetzt einfach mal so. Meist sind die lustig geflogen. So nutzt man... Die leben ja noch. Na, bin ich nicht professional? Always also du bildest dir höchstens professionell was ein. Unsere Gangs sind die Always Ultras! Was läuft der Scheiß? Boah, Timo, ich hab genau über deine gehen. Schulter drüber einen erschossen. Nein! Doch. Geh weg. Oh. Nobody move.
Ein Gegner noch. Everyone die. Timo, du bist mein Schütze. Ja, ich sehe keinen mehr. Deswegen bist du auch mein Schütze. Achso.